Finde die cool. Finde ich super. So, ich habe jetzt gerade noch mal nebenbei nach. Gehe wieder in Deckung. Das war mein erster Bericht. Juhu. Bleibe bis zur Nacht in Alarmbereitschaft. Oh, ich muss doch berichten. Berichten. Alles klar. Ich habe gerade nachgeguckt. Wir müssen für das eine bestimmte Ereignis alle Nebenquests von Kapitel 3 überspringen. Und wir sind gerade in Kapitel 3, ne? Oder? Ich glaube ja. Solange die Bahnfahrer heulen rum, weil sie heute nicht zur Arbeit kommen. Katze! Sammy! Haben die denn für Prioritäten? Alter, das sieht 1:1 aus wie mein Kater. Ohne Witz. Morgen. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Hm. Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Ich habe das jetzt, ich spiele das Spiel hier schon zum dritten Mal und ich habe jetzt erst mitbekommen, dass er sich so quält. Dass er gerade so ein gequältes, also gequälte Geräusche macht. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. Oh, Hilfe. Mich hat letztens so ein Typ. Schallplatten sammeln. Wenn du unterwegs bist, hörst du manchmal Musik, die in Läden oder von Stadtbewohnern gespielt wird. In der Nähe der Signalquelle wird ein Musiksymbol angezeigt. Von Läden oder Verkaufsautomaten in der Nähe kannst du dann Schallplatten erwerben, die sich in Jukeboxen abspielen lassen. Halte danach Ausschau, sobald Musik erklingt. Cloud sieht aus, als würde er an einen gewissen Mann denken mit weißen Haaren und was das alles so bedeuten hat. Hat auch solche Kindergarten. Ja, Fazit, 30 Tabletten bringen nicht. Ich habe 5 Stück genommen und leider immer noch. Wir haben alles, auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen in ganz Midgard. Bin ich jetzt hier? Ach, ich hätte hier hallo, nicht wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Nur so lange hallo, Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst? Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Black, ich sag mal nichts dazu. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du einfach nur überhitzt bist, sagen wir es mal so ganz lieb ausgedrückt. Obwohl, ich glaube, ich krieg die später auch noch, ne? Aber wir holen mal. Besten Dank. Du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Ich hab grad was anderes verstanden. Sorry. Hereinspaziert, hereinspaziert. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum.
Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Maler? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Ist das nicht schön, wenn du deine Arme auf den Bürotisch legst und du dann gefühlt festklebst? Kleck. Hallo Marle, wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir, die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Marle. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. So, Rastpunkte. Ruht man sich auf den Bänken, neben Verkaufsautomaten oder Betten in eigenen Zimmern aus, können TB und MP vollständig geheilt werden. Gefühlt muss ich den Tisch mit nach Hause nehmen. Na, ich hoffe, das passt ins Auto. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Wenn die Züge nicht fahren, kriegen wir auch keine Waffen. Lass dir ja nichts einfallen. Sieh mal einer an. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Ja. Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Nee. Spaziert und umgeschaut, mein Herr. Mann. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Klar, ich gehe mir das. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was, das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig.
Wieso? Hast du was gegen Mod? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Simon! Du Verrückter! Willkommen! Dank für dein Raid! Hallöchen, ihr Lieben! Hallo, Sasket! Dankeschön für dein Follow! Oh mein Gott, Simon, bist du denn irre? Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffe modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte BP, um Modifikationen für deine Waffen freizuschalten. Oh mein Gott, ihr Lieben. Hallöchen. So. Waffen werden über das Menü... Wissen wir. Zuerst wurde den... Ja, wissen wir auch. Das haben wir alles schon gemacht. Na... Oh mein Gott, ich fühle mich gerade... Oh Gott, Simon! Verbessert deine Waffe mit Modifikationen. Ihr Lieben, wie geht's euch? Vielen, vielen Dank, dass ihr mit rübergekommen seid. Was kann ich sagen? Okay. Na. So, Waffen verbessern mit Waffenpunkten. Physische Attacken plus... Hallo, hab's selbst gefunden... Hallo Jule, willkommen. Wie läuft es bei Final Fantasy? Och, bis jetzt ganz entspannt. Kann nicht meckern. Physische Attacke plus 4 Schaden, magische Attacke, TB Maximum. Wir machen erstmal das. Marilyn, süße Pichu. Ja, hallöchen. haben wir noch ein bisschen? Die kosten immer nur 4. So. Wie lief denn noch euer Stream? Simon, wie lief's denn noch? Dankeschön, Jule, für ein Bit. Dankeschön. Also hier läuft's gerade ganz gut. Hast du die Möglichkeit? Ja. So. Alles bestens, ja? Oh, ich fühl mich... Mieze! Oh, ein Peach zum Knuspern. Nein, ich will nicht schon wieder gegessen werden. Vergiss es. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Ein Glücksklee für dich. Oh, Jule. Super. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Ich danke dir für das Glücksklee. Bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Alles klar, Sasuke. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Dann viel Spaß mit deinem Schokomappel. Ich werde aber mal lurken und duschen. Ein bisschen Sachen erledigen, danke. Alles klar, Simon. Vielen, vielen Dank für dein Raid. Vielen, vielen Dank. So. So. So, Moment. Sehr gerne. Dana, vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Huhu, bin gerade während der Autofahrt gegeldet worden. Hoffe, euch geht's gut. Oh, während der Autofahrt? Oh, da bist du aber mutig, du. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Die Ostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Aber ist das jetzt schon einen... Ist jetzt schon eine Nebenquest, ne? Oder ist das eine Hauptquest? Ne, ist tatsächlich eine... Tatsächlich eine Hauptaufgabe. Krass. Und ich bin falsch gelatscht. Na, klasse. Ja, ihr Lieben, wir spielen gerade Final Fantasy 7, das Remake. Simon, was los? Wir haben... Also ich habe schon... dritte Mal jetzt durch, aber ich, oder beziehungsweise spielst du das dritte Mal. Ich habe aber so Bock drauf, das dass ich das nochmal spiele. Ja,
Das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Nicht auf 100%. Weil ich eine spezielle Sequenz dafür oder eine spezielle Sequenz im weiteren Verlauf haben möchte. Und deswegen werden so manche Sachen ein bisschen werden manche Sachen so ein bisschen ignoriert sozusagen. Ach nix, da schleicht Schatz heimlich da rein. Ist ja irre. Achso. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Ah. Nicht zu überstürzen. Können wir auch wieder wechseln. Tifas Besonderheiten. Tifa ist eine furiose Nahkämpferin, durch die schnelle Verkettung von Schlägen und Tritten setzt sie den Gegner unter Druck, führe durch das Drücken von Viereck einen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen mächtigen Angriff auszulösen. Nutze Tifas Fertigkeit in Fesselung, um ihre Spezialfertigkeit auf maximal 3 Stufen zu verstärken und mit Viereck noch mehr Angriffe in Folge auszuführen. Also ist ja kombolastig sozusagen. Mann, jetzt habe ich sie gar nicht mehr nutzen können. Verdammt. So, und jetzt auch nochmal, ich bin die Melli. Bin super großer Final Fantasy Fan. Deswegen spielen wir jetzt auch mal wieder Final Fantasy. Ich zocke hauptsächlich Dead by Daylight, Zelda, egal welches Zelda. Aktuell auf hier eher Tears of the Kingdom. Die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. Und ansonsten manchmal ein bisschen Horror, manchmal aber auch so, nur was mir so Spaß macht oder was mir halt auf die Community empfiehlt. Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Konnte nicht schreiben während der Fahrt und hab noch Kollegen mitgenommen. Alles gut, Dana, alles gut. Nicht übertreiben. An die Arbeit. Tifa Spezialfertigkeit Entfesselung. Mit Dreieck führt Tifa einen mächtigen Angriff aus. Normalerweise ist es ein Schmetterer. Dieser Angriff kann jedoch durch Tifas Fertigkeit Entfesselung zur Sprengfaust oder zum Schlagturm verstärkt werden. Nach Einsatz eines entfesselten Angriffs sinkt die Entfesselungsstufe der Spezialfertigkeit um 1. Im entfesselten Zustand erhöht Tifas Spezialfertigkeit den Schaden bei Gegnern im Schockzustand. Hallo Lichti! Willkommen im Stream! Na, wie geht's dir? Hä, hast du schon. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Ein bisschen sein. Früh für dich, oder? Wenn man niemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Ich bin noch unterwegs mit Handy da. Ah, okay. Was soll ich da noch sagen? Also ich spiele sozusagen alles ein bisschen querbeet. Mach's diesmal auf schwer? Nein, um Gottes Willen. Da reicht alleine ein Stream-Part schon für das Haus. Melli, sehen uns noch später. Muss den Mädels helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Jule, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag. Lass dich nicht ärgern von deinen Mädels. Und dann. Dann. Och, Manu. Nee, nicht Och, Manu. Das Haus ist nicht schwer. Brauchst nur viel Magie. Ja, da brauche ich aber alleine ein Streaming. Zeit schon allein für das Ding. Suche nach Kandidaten. Das Mädchen für alle. Ich gebe euch immer Mädchen für alle. Ich glaube, es hackt. Naja, aber jetzt habe jetzt auf Diablo mal gestreamt. Mal gucken, wann da jetzt wieder von mir was kommt. Jetzt kommt aber auch die Tage Final Fantasy 16, was ich ja auch noch streamen wollte. Also. Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen.
Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Oh. Alles okay? Alles klar, ich liebe es gleich. Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Ihr werdet mich jetzt schlagen. Aber ich werde einfach aus bestimmten Gründen werde ich keine neue Waffe holen. Ich werde nur mit dem Panzerschwert spielen. Guck's mal an. Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Sorry. Wieso nur mit dem Panzerschwert, also den gesamten ersten Teil? Ich werde nur Panzerschwert spielen, weil ich dieses Schwert schon in Crisis-Core total genial fand. Ist zwar jetzt für den Schwierigkeitsgrad eigentlich das Schwächste, aber ich hätte es dann doch gerne nur mit dem gespielt. Painter 80, willkommen und vielen, vielen Dank für dein Follow. Geht's? So, was haben wir hier? Ja. Ich möchte es aber gern so spielen, weil, musst du nicht verstehen, es hat eine Bedeutung für mich und ich persönlich. Und deswegen sag ich möchte es erstmal. Alles gut, ist ja auch mit einer Herausforderung, finde ich. Ja, ich weiß, es gibt, wie gesagt, es gibt deutlich bessere Schwerter in dem. Aber ich glaube, in schwer ist, glaube das Panzerschwert immer noch das bessere von allen. Und da ich Zack eigentlich in Crisis Core so gefeiert habe und es einfach traurig finde, dass er, wie er gestorben ist und dass er gestorben ist, deswegen spiele ich lieber mit dem Panzerschwert komplett. So, Verteidigung, Magie brauchen wir jetzt nicht so die Stärke. Ein Kraftreif haben wir. Komm mal wieder! Du hast eine neue Waffe erhalten und kannst damit auch ihre dazugehörigen Waffenfertigkeit erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit deiner Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet ist. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Fun Fact, im Schwermodus ist das Panzerschwert das Beste. Genau, habe ich gerade gesagt. Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Gesagt. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn?
Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Naja, und deswegen sag ich für mich, deswegen sag ich für mich, ich möchte gerne... Ein bisschen stärker. Panzerschwert ist Oni, im Original ist lustig und schwer. Ach, im Original, ja. So, das ist wieder eine Hauptstory. Wie gesagt, wir müssen die Nebenquests hier komplett ignorieren, damit wir... Bist du der Kerl, der diesen Mastin... Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud, der Alleskönner. Das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Alleskönner-Aufträge. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, das du mit R2 auf der Karte aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden. Schließe viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chatley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Kampfberichte. Schließe die Mission für die Kampfberichte ab und versorge Chatley mit den gewonnenen Daten, damit neue Materie entwickelt werden. Anker zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, winken zusätzliche Belohnungen. So, ganz kurz, kleinen Moment. Ich habe hier gerade wieder was überlesen. Moment. Im Original gibt es sogar eine ganz kranke Challenge. Hab gehört, die machst du im Stream. Welche denn? Um Gottes Willen. Ja, hallo, und da bin ich doch beim nächsten Final Fantasy Fan gelandet. Hallo, Timeless. Ja, wir kennen uns ja vorhin schon von Simon. Ah, ich liebe Final Fantasy. So. Wie gesagt, wir müssen die ignorieren. Aber kann ich denn jetzt eigentlich... Muss ich erstmal ganz kurz gucken. Final Fantasy ist das Beste, was es gibt. Aber das sind doch Nebenaufgaben, oder nicht? Ich bin gerade dezent verwirrt. Okay, wir sind gerade bei Kapitel 3. Die kranke Challenge im Original. Keinen Waffenrüstungswechsel mit Level 36 zum Endboss. Kein Materialwechsel und Items sind auch tabu. Sehr krank, Alter. Ne, das kannst du vergessen. Setze bitte die Analysematerie ein. Ja.
Muss ich eine Nebenaufgabe machen? Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt. Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten. Die Auftragsdetails klärst du am besten mit den Klienten. Hast du es geschafft auch zu dem Zeitpunkt? Ah, okay. Ich muss erstmal hier wieder klarkommen. Das ist echt. So, das mit den Klienten jetzt. Moment. Das sind die Nebenaufgaben. Suche Anführer Aufträge aus. Machen wir mal irgendeinen jetzt. Wahrscheinlich versaue ich es dadurch jetzt. Was haben wir hier? Rattenplage. Nein, ich möchte ja, ich muss ja die Nebenquests im dritten Kapitel komplett ignorieren eigentlich, damit ich dann diese eine Sequenz kriege mit Aeris. Weißt du, was ich meine? Mal gucken, dass ich auch richtig hinlaufe. Nein, natürlich nicht. Aber das sind doch jetzt gerade die Nebenaufgaben, oder nicht? Ich bin jetzt gerade total verwirrt gerade. Oder? Oh, hallo Tifa. Dein Freund verdingt sich also neuerdings als Söldner? Ja. Dann kannst du vielleicht auf Aasrattenjagd für mich gehen. Ach, ich weiß wieder, wie es ging. Die schließen sich Wehrratten an und fressen uns alle Vorräte. Mein Lagerhaus wurde auch befallen. Hab nun Ruf zu verlieren. Sag mal, hast du da eben gelacht? Du hast die Mundwinkel so verzogen. Na egal. Hauptsache, du erledigst die Arbeit anständig. Also, diese Aasratten verkriechen sich in den Vororten der Stadt. Angeblich kommen sie angelaufen, wenn sie die Schreie von Wehrratten hören. Selbst bei solchem Ungeziefer gibt's wohl so etwas wie Kameradschaft. So, genau, ich weiß jetzt, wie ich das wieder war. Ich muss jetzt einfach zum siebten Himmel gehen, dann werde ich dann gefragt, möchte ich jetzt gehen oder möchte ich jetzt aufhören oder nicht. Also, ihr Lieben, wir sind Kapitel 3. Da ist Sammy! Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Jukebox. Mit der Jukebox kannst du deine Lieblingsmusikstücke hören. Je mehr Schallplatten du sammelst, desto mehr Musik kann mit der Jukebox abgespielt werden. Schallplatten können unterwegs an Stellen aufgesammelt werden, an denen ein Musiksymbol erscheint. Ich bin verwirrt. Oder muss ich eine Aufgabe machen, nicht die? Oh, Wassermarsch, danke. Der dann den Rest des Abends damit verbracht hat, mich über den siebten Himmel und Barrett auszufragen. So ein Typ, der erzählt, er käme vom Ballmarkt? Kennst du den etwa? Hat er dir gesagt, dass deine Augen leuchten würden wie die Neonlichter des Honigtöpfchens? Ich hatte also auch angebaggert, ja? Hm. Ich musste mir heute frei machen.
hereinspaziert, hereinspaziert. Sehen die da oben mal? Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu... Hat Shinra den verloren? Ach, von einem... Das sind ja hier die Nebenaufgaben. Ist egal, wie man alle macht, aber nicht überspringt. Ich glaube, du musst die Berichte für Chatley einmal machen. Ja, ne? Explodierten Reaktor lässt Shinra sich nicht Jetzt muss ich gerade überlegen, wo kriege ich die denn? Wo nehme ich die denn am besten her? Kann man da noch mal da hinten rein? Ich glaube ja, ne? Du hast also die Ostpfade gesichert. Gute Arbeit, Mann. Viel Glück da draußen, Tifa. Frontalangriff. Geht klar. Überlass das mir. Kommando. Muss ganz kurz. So, ein Eisfressen und Sekt ist über. Das lese ich nicht alles vor, da werde ich ja irre. Der Analysekampfbericht ist fertig. Boah, Lichti, ist das jetzt dein Ernst? Hör auf, das wird ganz schnell hier geskippt hier. Hallo Cloud. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Plattlichs Geheimnisse. Wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Chatley Fortschritte bei der Materia-Entwicklung und du kannst neuartige Materia erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Bei Chatley kannst du für einen geringen Beitrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du erhältst dann alle verbrauchten Waffen zurück und kannst deine Waffe noch einmal von vorne verstärken. Denk dran, dass es keinen Grund gibt, geizig zu sein. Setze für jede deiner Waffen so viele Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung stehen. Wie geht's eigentlich deinem Hals? Geht tatsächlich. Ich habe Scharlach, angefangen. Echt super, freue ich mich. Ein Bedrängnis wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl. Anzahl wieder angewendet, unwirksam, wenn der Anwender nicht gewinnt, oder? Ja, muss jetzt eine Woche an die Antibiotika nehmen. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. So, Auftrag abgeschlossen. Das lief doch wie am Schnürchen. Sicher bist du bald gut im Geschäft. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Du darfst halt nicht wählerisch sein. Denk dran, Kontakte sind wichtiger als Geld, okay? Ja, die Regeln der Slums. Sehr gut, du lernst schnell, wie es scheint. Hab halt eine gute Lehrerin. Und eine strenge, wenn es darauf ankommt, also sieh dich vor. Wenn du meinst. Also, so langsam müsste Barrett eigentlich mit dem Geldsammeln fertig sein. Was meinst du, sollen wir mal in der Bar nach ihm sehen? Timeless, wie geht's dir denn, wenn ich fragen darf? Ich fühle mich immer gleich viel besser. Sie haben den Reaktor angeblich zu. Diese Gruppe namens. Was ist los? Ist dir zu warm oder was?